Schlüssel. Ich gehe mal jetzt in die Küche. Ach, Mann, da ist ja mein kleiner, kleiner Bruder. Oh, mein nerviger Bruder. Vor allem, der ist nur zwei Minuten älter und spielt sich immer so auf. Das Spielzeugladen? Ich glaube es nicht. Du verrätst aber nicht, dass ich mit dir verwandt bin, oder? Das könnte wirklich unangenehm für mich werden. Hallo, Freunde. Heute habe ich frei. Ich dachte mir, ich verbringe mal den Tag hier zu Hause. Ich weiß, mein Zuhause ist noch nicht eingerichtet. Aber ich kann auch trotzdem schon mal ein paar Bahnen schwimmen. Und ich muss sagen, mein Pool ist auf jeden Fall riesig und groß. Und heute passt Bedfink auf den Laden auf. Ich meine, so als Geschäftsmann darf ich mir auch mal einen Tag frei nehmen. So, ich gehe mal jetzt in die Küche. Ach, na, da ist ja mein kleiner, kleiner Bruder. Also, das ist also dein Haus. Damon, du bist übrigens nur 2 Sekunden oder eine Minute, okay, 2 Minuten älter als ich. Ja, aber diese 2 Minuten waren für die Welt ganz schön bedeutend, weil ich in der Zeit zur Welt gekommen bin. Damon, es waren 2 Minuten und diese 2 Minuten waren gefühlt 2 Sekunden. Also ich weiß gar nicht, warum du mal so einen Aufstand machst. Ach, Brüderchen, du bist schon wieder so genervt. Ich glaube, das liegt daran, weil dein Haus offenbar wirklich nicht das Schönste und Größte ist. Also, das ist doch jetzt wohl nicht dein Ernst, dass du hier drin wohnst, oder? Oh, warte einen Moment. Ich komm sofort, Damon. Was macht denn jetzt mein nerviger Zwillingsbruder Damon hier? Und vor allem, warum platzt er einfach mit der Tür ins Haus? So, was soll das denn? Ich dachte mir eigentlich, heute habe ich einen entspannten Tag. Was sucht er hier? Und vor allem, wenn er hier ist, dann endet das nie gut, weil der ist ziemlich hochnäsig und arrogant und lästert ziemlich stark über mich. Und bei Mama und Papa ist er auch ziemlich beliebt, weil er so erfolgreich ist. Aber er ist total unhöflich. Also, ich wünsche mir, dass Damon auch schon bald wieder auszieht oder wegzieht. Aber gut, ich frage mal, was er hier macht. Damon, hi. Kurze Frage. Weißt du was? Wollen wir vielleicht direkt mal ins Café fahren? Ja, also das wäre mir auch lieber, weil in diesem Haus möchte ich wirklich keine längere Sekunde als nötig verbringen. Damon, ich bin erst neu hier hinge... Also mein Haus ist erst neu. Ja, und in der Zeit hattest du nicht die Möglichkeit, ein vernünftiges Haus zu kaufen und einzurichten. Also, du hast es ja wirklich immer noch zu gar nichts gebracht. Aber das kann ich ja schon von dir. Ich will mein Haus selber einrichten. Lass mich raten. Du würdest natürlich wieder Leute rufen, die dein Haus einrichten, oder? Natürlich. Denkst du wirklich, dafür mache ich mir selber die Hände dreckig? Also, da bist du aber noch dümmer, als du aussiehst. Ja, gut, Damon. Komm, wir gehen raus. Mein Haus ist noch nicht eingerichtet. Ich habe halt keinen Innenarchitekten, so wie du. Ach, Mann. Ist ja hochnäsige Damon. So, Damon. Ich zeig jetzt mein Auto. Luxus. Das ist dein Auto? Also, damit fahren wir garantiert nicht. Das ist unter meinem Niveau. Weißt du was? Ich fahre mein eigenes Auto. Was meinst du, Damon? Du bist doch neu hier? Oh, okay, das Auto ist schon ziemlich so cool. Steig ein, aber mach nicht die Sitze dreckig. War ja klar, dass Damon der Schnösel wieder mal das neueste und coolste Auto hier. Du wohnst doch gar nicht in der Doppelsiedlung. Und jetzt verrat mir doch mal, was machst du hier? Also, ich dachte, ich besuche dich einfach mal. Also, eigentlich hatte ich wirklich gar keine Lust auf dieses Loch namens Adopted City. Recht, Damon. Du weißt bist du was? Mein Auto ist so spektakulär. Da mache ich auch gerne mal eine Spritztour. So ein cooles Auto, das hast du doch bestimmt nicht eine Sekunde in deinem Inventar gehabt. Ja, gut, Damon, aber darum geht's ja gar nicht. Also, ich habe. Weißt du was? Es geht nicht immer um materielle Sachen. Es geht nicht immer darum, um Reichtum und Besitztum und alles Mögliche. Es geht auch mal um die anderen Sachen. Also das sagen auch nur Leute, die kein Geld haben. Das war mal wieder klar, dass mein kleines Brüderchen sagt, dass das nicht wichtig ist. So, steig aus, Damon, komm. Hier, weißt du was? Ich bring dich zur besten Pizzeria in der Stadt. Und zwar gehen wir zu Ramsay. Also für die beste Pizzeria in der Stadt müssen wir nach Brookhaven fahren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Pizza hier wirklich gut schmeckt. So, Damon. Ach, Freunde, ich hoffe einfach, Damon. So, ich geb dir auch eine Pizza aus. Komm, Damon, setz dich hin. Aha, mein kleiner Bruder gibt mir eine Pizza aus. Also, dass ich das nochmal erleben darf, hast du dafür einen Kredit aufgenommen? Oder wie kommst du an das Geld? Damon, komm, setz dich hin, mein Freund, und ich komm sofort. Oh, mein nerviger Bruder. Vor allem, der ist nur zwei Minuten älter und spielt sich immer so auf. Das ist so nervig mit ihm. Und ich muss auch sagen, Damon, was macht er überhaupt hier so? Das finde ich jetzt heraus. Damon, jetzt verrat mir doch erstmal eins. Was machst du hier in Adopt Me City? Ach, mein kleines Brüderchen. Ich habe gedacht, ich besuche dich einfach mal. Also, es muss ja jemand auch ein bisschen darauf aufpassen, dass du nicht komplett im Chaos versinkst und dass du auch noch wirklich zu was bringst. Und da kann ja wohl dein großer Bruder das perfekte Vorbild sein. Also, schau mich doch nur an. Wenn du ein bisschen mehr so wie ich werden würdest, dann hättest du direkt viel mehr Erfolg in deinem Leben. Denn was hast du denn bisher schon so erreicht? Hast du beispielsweise einen guten Job? Damon, du bist A, 2 Minuten älter als ich. Du bist nicht mein großer Bruder. Und B,
Das geht dich gar nichts an, was ich erreicht habe, weil, ja, du kommst, ich besuche, schön, aber dann kommen Brüder hierher und dann haben die Spaß miteinander, aber immer wenn du kommst, habe ich nur Kopfschmerzen. Aha, du willst ja also nicht erzählen, was du so erreicht hast, denn dann sage ich mal die Antwort für dich, denn du hast bisher nichts erreicht, also nichts Nennenswertes auf jeden Fall. Das stimmt, vielleicht, das stimmt doch gar nicht. Also, dass du so aussiehst wie ich, das ist eine gute Leistung von dir gewesen, wobei das natürlich auch nicht deine Leistung war. Aber alles andere lässt bei dir ganz schön zu wünschen übrig. Damon, wir sind Zwillinge, natürlich sehen wir gleich aus. Ja, das ist auch wirklich dein Glück, dass du so aussehen darfst wie ich. Außer die Brille natürlich, du musst ja wieder so eine teure Designerbrille tragen. Ja, also für diese Brille müsstest du, glaube ich, einen ganzen Monat arbeiten. Je nachdem, ob du überhaupt einen Job hast. Aber, ich hab einen Job, aber das ist ja auch egal. Komm, weißt du, was wir hier machen? Aha, okay. Was hast du denn für einen Job? Das ist gar nicht die Lektion. Ja, also. Schau mal, du lenkst mich so ab, dass ich schon verwirrt bin. Hier ist mir aber auch egal, wo wir hingehen, weil in Adopt Me City, da sieht jede Ecke wirklich gleich hässlich auch. Also in Brookhaven, da gibt's ja wenigstens noch eine schöne Eisdiele, aber weißt das hier... Schnapp dir selber dein Eis. Also ich gebe dir jetzt kein Eis aus, weil du so gemein bist. Aha, ja, also ich merke auch schon, dein Geld wird so langsam knapp. Nee, wird's nicht. Außerdem, Damon. Ich nehme einmal von jeder Eiskugel eine. Ja, mach das. Du hast gefragt, was ich hier mache. Damon, ich bin wie du Unternehmer. Du bist Unternehmer? Was verkaufst du denn? Ich hab einen Laden. Ich hab den größten Spielzeugladen in ganz Adopt Me City. Spielzeugladen? Ich glaube es nicht. Das ist doch wirklich... du verrätst aber nicht, dass ich mit dir verwandt bin, oder? Das könnte wirklich unangenehm für mich werden, wenn die Leute in Brookhaven erfahren, dass mein Bruder Spielzeug verkauft. Ja, was ist denn das Spielzeug so peinlich? Ich meine, hier gibt es ganz viele Kinder und ich dachte mir, das ist doch ideal. Weil die ganzen Kinder, die adoptiert werden, dann kriegen die von den Eltern Spielzeuge. Oder die kaufen sich selber das Spielzeug. Ja, ist okay. Kinder brauchen Spielzeuge, aber verkauft doch was Vernünftiges, womit man viel Geld verdienen kann. Also, das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen, dass man damit viel Geld verdient. Oder etwa doch. Ja, aber ist auch egal. Weißt du was? Weißt du was, Damon? Ist ja auch egal. Ich meine, das Kind, um das ich mich kümmere, Julie, Baby Julie und Baby Claudio ab und zu mal, die sind völlig begeistert von meinem Spielzeugladen. Du bist der Einzige, der hier ein bisschen so mein Spielzeugladen schlecht redet. Aha, okay. Du hast also ein Baby, um das du dich kümmerst, aber ist das denn dein eigenes? Also hast du denn zum Beispiel schon eine Frau gefunden und geheiratet oder bist du immer noch auf der Suche? Naja, nicht so ganz. Also ich lerne jemanden kennen oder ich kenne jemanden, mit der, also sie hat ein Baby adoptiert und ich kümmere mich halt darum, um das Baby ab und zu mal. Aha, okay, aber jetzt schon eine Familie gegründet und Haus gebaut und Hof, also das hast du also noch nicht geschafft. Nein, noch nicht, aber... Natürlich nicht, das war aber wieder klar. Ja, aber Mama, Danja ist die Bürgermeisterin von Adopt Me City und schau mal, wie erfolgreich sie ist. Aha, die Bürgermeisterin... Ja. Na gut, also, ich habe mehr Respekt vor Leuten, die wirklich es selbst zu was schaffen und nicht nur gewählt werden von irgendwem, aber na gut. Ja, komm mit, Damon, wir gehen jetzt, ich zeig dir ein bisschen die Stadt, weil die hast du noch nicht kennengelernt. Nee, das war eigentlich bisher auch ganz gut so, dass ich die noch nicht kennengelernt habe, weil wenn ich mich hier umschaue, also, da ist wirklich nichts Besonderes. Schau mal, Damon, in 6 Tagen beginnt ein neues Projekt hier, also ist ein ziemlich cooles neues Projekt hier in Adopt Me City. Okay, Music Egg in 6 Tagen, also... Was soll das denn für blöde Eier sein? Also, kann man die nicht einfach jetzt kaufen? Was heißt denn blöd? Ja, doch, man kann Eier kaufen, aber das ist halt ein Event und das kommt halt in 6 Tagen. Und das ist ganz cool eigentlich in Adopt Me City. Schau mal, hier gibt's auch ganz viele Ausstellungen. Folgst du mir? Ja, aber wohin soll ich dir denn folgen? Also, was ist hier? Dann gibt's hier Kaugummis in einem Kaugummi-Automaten oder... Nein! Ist ja alles so blau. Also, das ist doch wirklich wieder ganz Damon, komisch in Adopt Me City. Damon, hier gibt's ganz viele... Eier und aus den Eiern schlüpfen Pets. Adopt Me City und hier geht es halt sehr, sehr viel darum, ein Pet zu haben. Und wenn du ein Pet hast, dann kümmerst du dich um dein Pet. Und was genau bringt mir dieses Pet? Kann das für mich Geld verdienen oder was soll das? Ein Pet ist total süß und die Kinder lieben Pets und die Erwachsenen auch. Also ein süßes Pet, ich weiß ja nicht. Also das Geld, was ich verdiene, das ist auf jeden Fall süßer als irgend so ein Pet. Ach, Damon, du bist echt unfassbar. Also ich muss schon sagen, Damon, dass du mein Bruder bist, das ist halt wirklich echt fragwürdig. Und wie kommt's eigentlich? Wie geht's Mama und Papa? Mama und Papa geht's ganz gut. Du weißt ja, die sind immer noch ein bisschen enttäuscht darüber, dass du es bisher eigentlich immer noch nichts Nennenswertem geschafft hast. Aber das Gute ist ja, die haben ja mich zumindest als Ausgleich. Wenn die an mich denken, dann sind die immer viel glücklicher. Und dann wissen die, zumindest hat einer der beiden Söhne es was zu was gebracht. Damon, du bist echt unfassbar, Damon. Damon, weißt du was? Nein.
Du kannst ja, keine Ahnung, du kannst ja hier, komm mal mit. Du kannst ja hier im Pet Shop, keine Ahnung, shoppen gehen oder was auch immer. Kannst ein paar Sachen kaufen. Und ich würde sagen, du kannst ja einfach später mal vielleicht zu meinem Laden kommen. Ich meine, du hast im Auto wahrscheinlich Navi, da findest du ja meinen Laden, oder? Natürlich hat mein Auto ein Navigationsgerät, aber ob ich wirklich zu deinem Laden will, naja, ich weiß nicht. Also, vielleicht, weißt du, ob ich den Laden aufkaufen kann, aber... Levi, frag einfach die Leute hier in Adopt Me City, die Passanten, einfach, wo der coolste Spielzeugladen in ganz Adopt Me City ist, dann wirst du den Spielzeugladen finden, so. Okay, gibt's noch einen zweiten Laden, oder, weil deiner kann ja nicht gemeint sein. Damon, geh mal in Ruhe shoppen, so wie so eine später. Na gut, okay, dann mache ich jetzt erstmal etwas, was sinnvoller ist. Oh, Freunde, das ist mein nerviger Zwillingsbruder Damon und... Ja, der kommt jetzt aus Brookhaven und... Der ist total nervig, der ist 2 Minuten älter als ich und führt sich auf und spielt sich auf, als wäre er was weiß ich. Und ja, ich muss sagen, Damon ist erfolgreich. Er hat ganz nette Kinder, seine Frau ist auch ganz nett. Seine Frau ist das Gegenteil von ihm. Und ja, Mama und Papa mögen ihn halt, weil er so erfolgreich ist. Aber ich meine, ich bin doch auch erfolgreich. Ich habe den coolsten Spielzeugplan in ganz Adopt Me City. Und, ach, Freunde, wisst ihr was? Ich gehe jetzt in meinen Spielzeugladen, ich kümmere mich um meinen Spielzeugladen. Eigentlich hatte ich heute frei, aber ja, da mein Bruder da ist, möchte ich mich einfach nur ablenken. Wisst ihr was, Freunde? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Oh, Freunde, jetzt bin ich in meinem Spielzeugladen. Ich räume jetzt auch mal die ganzen Spielzeuge ein oder ich räume das jetzt mal besser zusammen, weil ich habe keine Lust, dass gleich Damon kommt und danach hier wieder alles zumüllt oder sagt, ja, das passt nicht und das passt nicht, weil das macht er ganz gerne. Freunde, ihr müsst wissen, mein Bruder ist ziemlich unfreundlich. Er ist ziemlich gemein. Ich sag's euch einfach so, wie es ist. So, der Hase steht da gut. So, die Rollerblades. So, ich gehe schon mal Baffing vorwarnen. Baffing? Oh nein, oh nein. Na, das ist ja mal noch viel schlechter, als ich mir es vorgestellt habe. Oh, was ist das denn? Baffing, das ist mein Zwillingsbruder Damon. Was er sagt, nimm das bitte nicht zu ernst und nimm das nicht zu Herzen. Es tut mir leid, jetzt schon mal im Voraus. Hallo, Damon. Hallo, Levi. Also... Ich hab mir gedacht, ich tu dir mal einen Gefallen und besuch dich mal bei der Arbeit. Aber jetzt in diesem Moment, wenn ich mich hier so umschaue, bereue ich es schon auf der Stelle wieder. Damon, schau mal. Das ist der coolste und größte Spielzeugladen in ganz Adopt Me City. Na, wie gefällt er dir? Wo genau? Weil ich sehe gerade nur einen ziemlich hässlichen und ziemlich schlechten Spielzeugladen. Damon, das ist jetzt aber nicht nett von dir. Ich bin auch hier nicht um nett zu sein, ich bin hier nur um die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist nun mal, dass dieser Spielzeugladen wirklich nicht cool ist. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm, da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Damon, weißt du was, komm mal mit vor die Tür erstmal. So, Damon, jetzt musst du mir erklären, was an den Spielzeugladen jetzt schon mal dir wieder nicht gefällt. Ich meine, das Design ist doch super. Schau mal, da oben ist so eine kleine Achterbahn. Also keine Achterbahn, sondern so eine Eisenbahn, die da so fährt. Ja, aber Schiene. Schau dir das doch mal an. Diese Achterbahn-Schiene, die ist vorne und hinten schief. Da fährt doch keine Achterbahn drüber. Ja, aber das ist doch der Sinn daran, dass Schienen schief sind. Aber was macht das denn für einen Sinn? Also ich würde hier allein schon deshalb niemals etwas kaufen. Ja, die Optik sieht doch super aus. Und ich muss dir eins sagen, Damon. Also keiner hat sich bis jetzt darüber beschwert. Ich meine, schon mal, es ist doch ein Spielzeugladen und ich packe dir mein Geschenk ein. Weil und die Leute nur nicht ehrlich zu dir sind. Aber ich bin ehrlich und ich sage dir die Wahrheit ins Gesicht. Und die Wahrheit ist, dieser Laden ist doch einfach nur peinlich. Damon, schau mal. Hier oben dieser Laden, der hat ein cooles Auto drauf. Und ich, mein Haus ist in so Geschenkpapier eingewickelt, weil... Es sind ja Geschenke, Spielzeuge also sind Geschenke bei jemandem. Also dieser Laden meistens. Hier, das Autohaus, ist glaube ich wirklich der einzige Laden weit und breit in der Adopt Me City, der wirklich, wirklich was hermacht und cool ist. Und der macht bestimmt auch gutes Geld mit seinem Laden, aber von dir kann ich das ja nun wirklich nicht behaupten. Boah, es war mal wieder klar, dass du nur wieder mal auf das Geld schaust. Und ja, okay, dann hast du eben was an meinem Laden auszusetzen. Vor allem auch nur vom Aussehen, also es ist ja objektiv eigentlich. Nee, aber egal, weißt du was, komm, wir gehen rein. Ich meine, also eigentlich will ich nicht nochmal wieder reingehen, aber na gut, dir zuliebe tue ich das, kleines Brüderchen. So, und okay, jetzt haben wir das schon mal festgestellt. Also du magst anscheinend das Aussehen von meinem Haus nicht, also von meinem Spielzeugladen nicht. Was ja, gefällt dir? Korrekt. Und was gefällt dir hier drin nicht? Frag mich lieber, was mir gefällt, dann sind wir deutlich schneller durch, nämlich gar nichts. Also das ist jetzt wirklich von vorne bis hinten einfach nur scheußlich. Also dieser rote Teppich, der macht doch gar keinen Sinn. Sind wir auf einer Hollywood-Premiere oder warum stehen hier diese komischen Bänder? Und
dieser Fußboden, der macht die ganze Zeit so komische Geräusche, wenn ich hier drüber gehe. Also, da wurde wirklich ziemlich gefuscht bei dem Bau. Und wenn ich mich hier so umschaue, also dieses Spielzeug, das kriege ich doch auf jedem Flohmarkt. Also, dafür muss ich doch nicht in einen Spielzeugladen gehen. Damon, also ich muss schon sagen, was du da gerade erzählst, ist ja vollkommener Quatsch. Die Spielzeuge findet man nicht überall. Die Spielzeuge sind extra hergestellt für diesen Laden. Also ich lasse die extra produzieren und die Spielzeuge sind super cool. Alle Kinder und alle Erwachsenen, die bis jetzt mit dem Spielzeug gespielt haben, sagen, die sind unfassbar gut. Und schau dir mal die Anordnung an. Also, was für eine Anordnung. Da wurde alles einfach nur reingestellt, kurz und quer, ohne irgendeinen Sinn. Also, da fallen mir wirklich die Augen fast aus. So scheußlich sieht das aus. Aber du, was? Ich gehe mal weiter. Also, dieses Spielzeug zum Beispiel. Ich schaue uns mal die Preise an. Also, das kostet 60 Euro für einen Plüschhasen. Ist das dein Ernst, Levi? Warum denn? Ist doch okay. Also, ich sag immer, du sollst Geld verdienen, aber doch nicht mit solchen Wucherpreisen. Du sollst den Leuten schon gute Qualität anbieten und ja, nicht sowas. Denn solche Preise und so eine schlechte Qualität sind ja offensichtlich auch wohl der Grund, warum hier kein anderer Kunde im Laden ist. Mann, 60 Bucks sind nicht viel. 60 Bucks ist in der Dope City ganz wenig und das ist ein ganz, ganz fairer Preis. Also, ich sag immer, reich wird man nur, wenn man nicht nur Geld verdient, sondern Geld auch behält. Und das verstehst du offensichtlich nicht, kleines Brüderchen. Denn wer wirklich reich sein will, der wird garantiert nicht 150 Bucks für einen Standard-Pogo ausgeben. Aber der Standard-Pogo ist cool. Also, was cool ist und was nicht, das ist definitiv Ansichtssache. Aber ich kann dir eins verraten. Schau mal, du wie cool der ist. Du bist definitiv nicht cool, Levi. Schau doch mal, warum bin ich denn nicht cool? Ich bin dein cooler Bruder. Wir sind Zwillinge. Ich bin dein cooler Zwillingsbruder. Ja, also, das ist auch jeden Tag aufs Neue für mich wirklich eine herbe Enttäuschung, dass du wirklich mein Zwillingsbruder bist. Weil eigentlich ist niemand so cool wie ich. Und schon gar nicht du. Aber nun gut. Ich gehe mal weiter hier im Laden. Ja, super, okay. Dann hast du wahrscheinlich auch was an den Rollerblades da auszusetzen. Also diese Rollerblades, schauen wir uns die mal an. 300 Bucks für ein paar Rollen? Wer gibt denn sowas aus? Also offensichtlich niemand, denn Bessing, du und ich sind hier die einzigen Leute weit und breit in diesem riesigen Laden. Also der Laden hat zwar Platz für bestimmt 400 Leute, aber verdient hättest du eigentlich nicht mal vier Leute, die hier was kaufen wollen. Also ich muss schon sagen, Damon, du bist ziemlich unhöflich. Also ich sag nur die Wahrheit. Ich bin gerne so. Denn irgendjemand muss dir die Wahrheit sagen, kleines Brüderchen. Ja, ist ja okay, Damon. Weißt du was, da kommt dann unterhalten wir uns über die Preise von meinem Spielzeugladen. Was sagst du denn dazu, dass ich hier einen Angestellten habe, Bething? Ja, also ist der wirklich ein Angestellter oder ist der eher auf der Kirmes als Karneval unterwegs? Weil wie der aussieht, also Bething, also ist diese Montur im Ernst? Moment, Damon, du gehst jetzt zu weit. Du urteilst nicht über das Aussehen von meinem Angestellten. Bething sieht ziemlich gut aus. Naja, also das ist definitiv diskutabel. Aber, Levi, kleines Brüderchen, jetzt mal unter uns. Hier sind doch keine Leute unterwegs. Warum brauchst du denn überhaupt einen Angestellten? Der will doch bestimmt auch Geld dafür haben. Und wenn du alles alleine machst, also ein bisschen härter arbeitest, so wie ich beispielsweise, dann kannst du dir diesen Angestellten sparen und kriegst dann noch mehr Geld für dein Konto. Dann haben wir doch am Ende eigentlich genau das, was Papa und Mama immer für dich wollten. Nämlich, dass du auch mal gutes Geld verdienst. Ja, aber ich meine, schau mal, darum geht's doch gar nicht. Also, ich will mir auch ab und zu frei nehmen, damit ich mich um die Kinder kümmern kann, also um Baby Claudio und Baby Julie. Und damit ich mit Mama Danja Zeit verbringen kann. Das heißt, das geht nur mit einem Angestellten. Und Bething macht den Job super gut. Also, da weiß ich nicht, ob du jetzt wirklich das dir leisten solltest. Denn offensichtlich kannst du dir das eigentlich nicht leisten. Denn wenn du dir das leisten könntest und genug Geld hättest, dann hättest du ja wohl A, ein anderes Auto und B, ein schickeres Haus. Aber es geht nicht immer darum, nur die schicksten Sachen und Geld zu haben. Darum geht's doch gar nicht. Es geht auch um die Kinder, die sollen sich ja wohlfühlen. Und schau mal, siehst du, hier ist eine neue Kundin. Ja, schau dich gerne um. Also, das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass sie hier irgendwas kauft, aber ich glaube, die ist auch nur auf ihr Flypad gestiegen, damit die hier ganz schnell wieder rausfliegen kann. Oh, jetzt lass es doch mal, Damon. Damon, aber egal, komm mal mit nach oben. Weißt du was, komm mal mit nach oben, die Treppe. Okay, kann ich dir der Treppe wirklich trauen oder wurde die genauso instabil gebaut wie der Boden unten? Weil dann traue ich mich hier nicht drauf. Ja, die Treppen sind gut. Ich weiß, du gehst nicht gerne so mit Treppen, weil du nutzt ja lieber den Fahrstuhl. Der feine Herr nutzt lieber den Fahrstuhl, aber Treppen... Ja,
Ja. Auf, okay. Aber der Fahrstuhl, der war hier wohl finanziell nicht drin, oder? Da hast du wahrscheinlich wieder gespart, weil du kein Geld hattest. Nein, die Treppen sehen einfach gut aus. Aber was sagst du denn zu meinem Design von hier oben? Also was sagst du zu dem Design hier oben mit den Wolken, mit den Sternen? Also die Wolken, das sehe ich doch von hier, dass das nur Watte ist, die zusammengeklebt wurde. Das ist schon ein bisschen billig. Ja, aber schau mal, wie riesig der Laden ist. Schau mal, wie hoch die Wolken aus Watte sind. Ja, also das ist vielleicht hier relativ hoch, aber das bringt ja auch nichts, wenn da einfach kein einziger Kunde im Laden ist. Weißt du was, Damon? Warum urteilst du eigentlich über meinen Spielzeugladen? Du spielst doch nicht mal mit Spielzeug. Nee. Aber weißt du was? Ich habe trotzdem immer ein bisschen Spielzeug dabei. Einfach, weil ich es mir leisten kann. Schau mal hier. Allein schon dieser Propeller mit diesen Flügeln ist 1000-mal besser als jedes einzelne Spielzeug, was in deinem bescheidenen Laden zu verkaufen ist. Das stimmt doch gar nicht. Was soll das? Statt dem Propeller kannst du bei mir einen Standard-Grappling-Hook kaufen. Ein Standard-Grappling-Hook? Also Standard sagt ja wohl alles, nämlich das ist nur Standard und nicht so besonders wie dieser coole Hängegleiter. Und ich würde sagen, also ich werde mich jetzt erstmal wieder schön von dir vom Acker machen und auf die andere Seite fliegen. Ja, mach das. Oh, Freunde. Also, mein Bruder ist echt nicht zum Aushalten. Jetzt kommt er hier rein und beschwert sich über meinen Laden. Er beschwert sich über meine Führung. Er beschwert sich darüber, wie schlecht ich den Laden führe, nur weil ich einen Angestellten habe. Also, das ist ja ziemlicher Quatsch. Dann beschwert er sich darüber, dass die Preise viel zu niedrig angesetzt sind. Dann redet er mir noch das Design vom Laden schlecht, außen als auch innen. Und dann fliegt er hier mit seinem Hängegleiter rum und gibt an. Also, Brüderchen, das mit dem Hängegleiter hier, das ist wirklich das Erste heute, was mir in Adopt Me City Spaß macht. Aber auch nur, weil es mein Hängegleiter ist. So, weißt du was, Navy? Du gehst jetzt erstmal raus. Ich würde sagen, du kannst ja an die frische Luft gehen und ich schließe jetzt den Laden ab. Du schmeißt mich hier gerade wirklich raus aus deinem Laden? Ab, raus hier, Damon. Also, kleines Brüderchen, wenn du nochmal so frech zu deinem größeren Zwillingsbruder sprichst, dann überlege ich mir, ob ich einfach deinen kompletten Laden einfach kaufe. Und dann schmeiße ich dich als Erstes einfach achtkantig raus. Damon, jetzt raus! Na gut, dann werde ich mich hier erstmal vom Acker machen. War hier eh langweilig. Ah, oh, das ist so unaushaltbar mit dem. Bis dann, Freunde. Hey, Leute. Hier ist wieder Levi. Oh, Freunde. Die letzten Tage waren so anstrengend mit meinem Bruder. Ihr habt ja mitbekommen, mein Zwillingsbruder, Damon, der ist zum Besuch gekommen. Und Damon ist ziemlich nervig. Und wenn ich sage ziemlich, dann meine ich ziemlich. Damon ist 2 Minuten älter. Das habt ihr auch schon alle mitbekommen. Ich meine, der sagt das gefühlt jedes Mal. Und da hat mein Laden schlecht geredet und das ist eigentlich nicht so gut. Weil ich habe den coolsten und größten Spielzeugladen in ganz Adopt Me City. Da brauche ich keinen Damon. Da brauche ich keinen Damon, der je kommt und sagt, du bist kleiner Bruder, vor allem kleiner Bruder, wir sind beide gleich groß, nur er ist 2 Minuten älter. Vor allem, da brauche ich keinen, der mir sagt, ja, dein Laden ist schlecht, die Führung ist schlecht, die du hast. Du sollst Baffing feuern, was ich niemals tun werde, weil Baffing macht einen super Job. Wie zum Beispiel jetzt. Baffing, weißt du was? Du kannst so den ganzen Tag meine Schicht übernehmen. Ich gehe jetzt ein bisschen raus. So, Freunde. Ich gehe jetzt ein bisschen raus, denn ich habe wegen meinem Bruder auch Mama Danja und Baby Julie und Baby Claudio tatsächlich die letzten Tage jetzt nicht gesehen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich werde jetzt einfach mal... Ich sag schon Mama Danja. Ich meine natürlich Danja. Für euch ist es Mama Danja. Ich werde jetzt Danja besuchen und dann Baby Claudio und Baby Julie. Aber ich glaube, da ich sowieso schon in der Stadt bin, gehe ich als Erstes zum Spielplatz. Weil dort könnten Baby Julie und Baby Claudio sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie dort sind. Und ich hoffe einfach nur, dass Damon wieder zurückgefahren ist, weil der hat sich bestimmt hier ein Hotel gemietet. Obwohl, so wie ich Damon kenne, weil er ist ein ziemlicher Schnösel, hat er wahrscheinlich sich ein Haus gekauft extra. Oh, nee, Damon, unfassbar. So, jetzt bin ich beim Spielplatz, aber ich sehe keinen Baby Claudio. Ah, na, das ist ja mein kleiner Bruder, der hier ein bisschen spielen will. Tut mir leid, auf diesem Spielplatz dürfen nur Leute spielen, die was erreicht haben im Leben. Also musst du leider wieder gehen. Damon? Ja? Was machst du auf dem Spielplatz? Also, ich habe gedacht, ich habe schon so viel Geld in meinem Leben verdient. Dann kann man ja auch mal wieder ein Kind sein oder ein bisschen hier auf dem Spielplatz spielen. Ja, ich dachte... Okay. Ja klar, kannst du auf dem Spielplatz sein. Ich meine, es ist ja nicht verboten. Es dürfen auch alle Menschen auf den Spielplatz gehen, aber was suchst du hier? Und schau mal, du bist auf dem Spielplatz und hier ist kein anderer. Also das muss schon was heißen, Damon. Das heißt, du bist ziemlich... Also die haben alle keine Lust auf dich.
Nein, nein, nein. Ich glaube, die wissen nur ganz genau, dass ich ein bisschen meine Ruhe brauche, nein, weil ich gerne alles für mich alleine habe. Und deswegen haben alle Leute auch direkt gesagt, okay, dem Damon, den überlassen wir heute den Spielplatz. Ganz bestimmt nicht, Damon. Also ich glaube eher, die Leute haben Angst vor dir und vor allem die Kinder haben Angst vor dir. Ich meine, wenn die deine Brille sehen, sagen sie sich, oh nein, wer ist denn dieser furchteinflößende Kerl? Also ich glaube, die haben alle Angst vor dir. Nein, 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 das glaube ich nicht. Aber kleiner Bruder hat das Gefühl, dass man Angst vor einem hat. Das kennst du ja ganz gut, weil ich glaube, bei dir war das wahrscheinlich jeder, den du triffst. Nee, das stimmt nicht. Aber weißt du was, Damon? Ich bin auch gar nicht hier, um dich zu sehen, sondern ich bin hier, um Baby Julie und Baby Claudio zu suchen. Das heißt, schönen Tag noch und kannst ja hier bleiben, weiterhin spielen, kannst ja mit dir alleine spielen, indem du schaukelst oder so. Ja, das überlege ich mir mal, was ich so den heutigen Tag noch mache. Lass mich raten, das ist dein Auto? Natürlich, das Auto, das können nur Leute fahren, die auch wirklich Geld haben. Und deswegen konntest du gerade auch nicht losfahren. Denn ich kann damit fahren. Tschüss! Ja, unfassbar. Aber okay, Baby Claudio und Baby Julie waren jetzt nicht hier auf dem Spielplatz. Ich glaube tatsächlich, wo sie noch sein könnten, wäre doch die heiße Therme. Weil ich meine, wenn ihr beiden langweilig ist, dann werden sie wahrscheinlich bei der heißen Therme sein. In der Schule kann ich mir die beiden nicht vorstellen, weil... Obwohl, ich meine, Baby Claudio... Und Baby Julie in der Schule? Nein, das wär zu einfach. So, ich schau mal bei der heißen Therme nach. Oh, und ich bin so froh, dass Damon nicht heute wieder so viel gequatscht hat und mich nicht so aufgezogen hat. Ich meine, jetzt gerade ging's ja noch. Aber sonst war es ja noch schräger drauf und das ist nicht so cool. So, ab zur heißen Therme. Schauen wir mal. Oh nein, ich sehe das Auto hier schon. Ich hoffe, das ist nicht Damons Auto. Oh. Oh, ist das hier angenehm. Also hier ist das fast so angenehm in einem der 10 Privatpools, die ich in meinem eigenen Haus habe. Damon, du siehst aber... Ach, kleiner Bruder, da bist du ja auch schon wieder. Damon, tut mir leid. Heute ist Sondertag, da dürfen nur Leute mit besonders viel Geld hier schwimmen gehen. Deswegen musst du leider trocken bleiben. Damon, geh mal wieder ins Wasser, schau mal. Wenn du ins Wasser gehst, kommt kein anderes Kind oder kein anderer Erwachsener ins Wasser, weil... Also hier sind aber für mich ganz schön viele Leute, die alle mit mir schwimmen wollen. Damon, du merkst, oder? Es ist deine Aura. Keiner hat Lust, mit dir ins Wasser zu gehen, wenn du da drin bist. Also, kleiner Bruder, du klingst wirklich ganz schön verzweifelt. Nur, weil du so neidisch bist, dass ich so viel Geld habe und so viel Erfolg habe. Aber, weißt du was? Wenn du dich ganz doll anstrengst, dann wirst du irgendwann genauso viel Erfolg haben wie ich. Oh, Damon, also, es ist so schrecklich mit dir. Aber weißt du was? Ich bin auch nicht wegen dir. Ich weiß zwar nicht, was du hier machst und wie schnell du hier hingekommen bist, aber das tut auch nicht zur Sache. Ich gehe weiterhin Baby Julie und Baby Claudio suchen. Hab du Spaß in deiner heißen Therme? Ja. Ja, das werde ich haben. Tschüss. Ja, bis dann. Oh, Freunde, das ist so schrecklich mit meinem Bruder. Also, der ist unausstehlich. Ich weiß nicht, warum der so ist. Also, früher war der nicht so als Kind. Obwohl doch, als Kind war der noch schlimmer. Also, als Kind war der auch unausstehlich. So, man konnte nicht mit ihm rausgehen. Der hat mir immer Pranks gespielt. Also, er hat mir immer Streiche gespielt. Und das fand ich nicht so cool. Und... Heute bin ich erwachsen und heute nervt er mich immer noch. Also ich weiß nicht, wann das endet. Ist das bei euren Geschwistern auch so? Nerven euch eure Geschwister auch so sehr wie mein Bruder mich? Aber wisst ihr was? Ich gehe jetzt in die Schule. Die Schule ist der letzte Ort, an dem ich schaue, weil dort müssen die beiden sein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich sehe das Auto. Aber das ist doch nicht Damons Auto. Oh, da sitzt jemand anders drin. Okay, dann ist es doch nicht Damons Auto. Gut. Ich hoffe wirklich, was soll er denn in der Schule machen? Er hat doch keine Kinder, die ich hier anmelden muss. Ja, Mr. Fischi, wir können gerne darüber reden, dass ich mit einer Privatspende diese Schule finanziere. Kein Problem, ich hab ja das Geld übrig. Du... Oh, kleines Brüderchen, was machst du denn hier? Musst du nochmal den Schulabschluss machen? Also, so wie ich dich kenne, musst du, glaube ich, nochmal das 1x1 nachholen, weil ich glaube, das hast du doch nicht so gut drauf. Damon, ich habe das gehört mit der kleinen Spende. Warum willst du hier in der Dopp City unsere Schule Geld spenden? Das macht gar keinen Sinn. Weißt du was, kleines Brüderchen? Wenn man so erfolgreich ist im Leben wie ich, dann hat man auch gerne mal was übrig, was man an andere Leute geben kann. Also an dich vielleicht nicht, weil du hast das definitiv nicht verdient. Aber ich finde, die Schule hier zu unterstützen, das ist eine gute Sache. Und der Mr. Fishy, der scheint mir ja auch ganz nett zu sein. Ja, und was ist mit meinem Spielzeugladen? Warum unterstützt du mich nicht dort? Du kannst mir auch dort eine Spende geben.
Also, dein Spielzeugladen? Also, ist das dein Ernst? Dein Spielzeugladen zu unterstützen, das macht doch gar keinen Sinn. Nee, ich möchte ja lieber, dass die Kinder von Adopt Me City irgendwann genauso toll werden wie ich. Und das werden die vor allem, wenn die eine gute Schulbildung genießen. Wieso glaubst du, mein Spielzeugladen hat nicht das Potenzial, sich so zu entfalten, dass er irgendwann richtig gut wird? Ich meine, der ist schon gut, aber dass er noch besser wird. Lass es mich kurz überlegen, kleines Brüderchen. Nein. Und Damon, du glaubst, dass du meinen Spielzeugladen besser im Griff hättest als ich? Ja, tatsächlich. Also, ich hätte alles im Leben besser im Griff als du, aber der Spielzeugladen gehört auf jeden Fall auch dazu. Damon, weißt du was? Ich komm sofort. Freunde, mein Bruder glaubt wirklich, dass er den Spielzeugladen besser im Griff hätte als ich. Also, dass er ihn besser führen könnte als ich. Ich komme gerade auf eine spontane Idee. Ich bin sowieso schon gestresst von meinem Bruder und ich würde am liebsten verreisen. Und ich werde das auch tun. Ich werde jetzt, glaube ich, einfach spontan in den Urlaub alleine fahren. Und dann kann Damon schön meinen Laden übernehmen und für eine Woche oder für ein paar Tage mal meinen Laden schmeißen. Dann bin ich mal gespannt, ob er das wirklich so gut hinbekommt, wie er sagt. Weil das wird nämlich nicht der Fall sein. Damon? Ja? Du kriegst doch meinen Spitz. Also du sagst ja, du kannst ja meinen Laden besser führen als ich. Ja, natürlich würde ich den besser finden. Hallo? Also du hast, glaube ich, vergessen, kleines Brüderchen, dass ich ein erfolgreicher Unternehmer aus Brookhaven bin. Also, ich würde deinen kleinen Laden auf jeden Fall besser führen. Aber das wäre auch keine große Leistung. Komm mit, Damon, komm mit. So, Freunde, ich glaube, der kann meinen Laden besser führen als ich, dann soll das mir beweisen. So, Damon, du sagst ja, du kannst meinen Laden besser führen als ich. Ja, tatsächlich. Diesen riesigen, gut geordneten Spielzeugladen kann Damon besser führen als Levi. Natürlich. Also, gut geordnet halte ich für ein Gerücht, dass hier gut geordnet ist. Da ist ja einfach alles nur in die Ecke geschmissen worden. Aber, na gut, wenn du das meinst, na gut. Kennst du noch unser Spiel, das würdest du? Okay, ja, natürlich. Ja, genau, das haben wir doch als Kind immer so gerne gespielt. Würdest du, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich fordere dich jetzt heraus, aber ich glaube, du traust dich nicht und du schaffst das auch nicht. Deshalb, weil... Kleines Brüderchen, wenn du früher genau aufgepaust hast, dann weißt du, dass ich mich zu allem traue. Weißt du noch, als du gesagt hast, würdest du 5 Kugeln Eis essen? Und die habe ich dann auch gegessen. Stimmt, das war schon ziemlich gut von dir. Aber was ich jetzt vorhabe, das wirst du niemals bestehen können. Also ich glaube... Ja, ist besser, wenn wir das nicht spielen. Komm, ich lass es einfach. Wir spielen das lieber nicht, weil du bist, glaube ich... Nein, das sagst du jetzt, denn ich werde das hundertprozentig schaffen. Okay, Damon, dann fordere ich dich heraus zu dem Spiel Würdest du. Und zwar, Damon, würdest du meinen Laden für ein paar Tage übernehmen, ohne Bethwing zu kündigen und meinen Laden besser führen als ich? Also erstmal natürlich würde ich das. Also Laden besser führen, gar kein Problem für Damon. Bessing nicht rausschmeißen. Das... Naja, das wäre jetzt eigentlich mein erster Schritt gewesen als Geschäftsführer von diesem Spielzeugladen. Aber nun gut, dann geben wir dem Bessing noch eine Chance. Und soll ich das für lau machen oder gibst du mir dafür auch ein gutes Gehalt? Wie du willst, du bist Familie, aber du kannst es dir aussuchen. Ich meine... Du führst ja den Laden, dann ist ja sozusagen für die Tage dein Laden. Weißt du was, kleines Brüderchen? Ich weiß ja, dass du wahrscheinlich gar kein Geld hast und deswegen mache ich das auch gerne umsonst. Ich bin ja schließlich ein netter großer Bruder. Okay, dann ist die Wette somit angenommen. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal ein bisschen in den Urlaub. Das heißt, wenn Mama Danja oder, also was heißt Mama Danja, wenn Danja hier vorbeischaut für die Kids, ist es Mama Danja und Baby Claudia und Baby Julie, dann sagst du, dass du Damon bist und... dass du kurz meinen Laden übernimmst. Ist das okay? Okay, das ist in Ordnung. Na gut, Damon, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem riesigen Laden. Ich übergebe dir hier die Schlüssel. So, da hast du die. Okay, danke schön. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach ein paar Tagen. Ich nehme jetzt ganz entspannt Urlaub. Okay, tschüss. Tschüss. Freunde, also es hat geklappt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Damon, der so viel redet, ob der meinen Laden jetzt gut führen kann für die nächsten Tage. Ich werde jetzt erstmal schön an die Sonne fahren. Und werde mich schön hinlegen und entspannen. So, Freunde, wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder, wenn ich wieder zurück bin. Ich wünsche euch was. Tschüss. Hey, Leute, was geht? Mama Danja hier in Adopt Me City. Gemeinsam mit Fluffy Line. Und ich glaube, er hat sich jetzt wirklich endgültig erholt von seinem aggressiven Ausbruch. Hast du nicht gehört, Fluffy? Also, ich bin jetzt schon einige Tage mit Fluffy rumgelaufen und ich glaube, er ist nicht mehr ganz so neidisch auf die anderen Pets, hoffe ich zumindest. Aber ich hoffe, ich bekomme jetzt deshalb nicht noch Probleme mit meinen anderen Pets. Das wäre echt ganz schön blöd, muss ich sagen. Aber
Wir gehen heute mal wieder ein bisschen in die Stadt, weil ich habe ja festgestellt, dass ich ja tatsächlich sehr, sehr wenige Dinge hier in Adopt Me City schon bekommen habe. Und einiges fehlt mir noch. Und deshalb möchte ich daran arbeiten, mein Tagebuch ein bisschen zu vervollständigen. Und glücklicherweise arbeitet ja mein lieber Freund der Levi, beziehungsweise auch der Papa von Baby Julie, im Spielzeugladen. Und ich glaube, da könnte mir auch noch was fehlen. Deshalb schaue ich dort mal vorbei, ob, Levi mir da ein bisschen helfen kann, mein Tagebuch halt zu vervollständigen, wisst ihr? Weil es wäre nämlich echt traurig, wenn ich weiterhin weniger Sachen da drin stehen hätte als Baby Claudio. Das wäre irgendwie nicht richtig. Und deshalb ist es meine ganz persönliche Mission, das zu ändern. Aber dafür müssen wir dann erstmal ins Spielzeugladen gehen. So, Fluffy ist jetzt sauber. Sehr gut, komm mit Fluffy. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Und auf! Er will eh gerade zum Spielplatz. Aber das wird jetzt gerade nix. Wir gehen jetzt erstmal ins Spielzeugladen. Auf! So. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ach, da vorne müssen wir hin. Ich kann doch eigentlich auch einfach... Juhu! Jeho! Sieht das nicht cool aus? Ist Fluffy nicht absolut großartig, Leute? Fluffy ist das wundervollste Einhorn auf dieser Welt. Weil Fluffy so flauschig ist. Komm schon, ich will jetzt da rein. Okay, sehr gut. Let's go. Ich weiß aber tatsächlich, ich habe halt keinen guten Überblick. Ich meine, klar, ich kann in das Journal gucken und dann sehe ich, was ich habe und was ich nicht habe. Aber ich habe irgendwie keinen guten Überblick. So ohne das, was mir noch so fehlt. Und vielleicht kann Levi mir ja da ein bisschen helfen. Hi, Pinkel, ah, alles klar? Guten Tag, Mama so. Danja. Oder soll ich eher sagen, Hörerin Danja, Bürgermeisterin Danja. Aber ich weiß nicht wirklich so richtig, was die Leistung einer Bürgermeisterin ist. Hi, Levi. Ist auch schön, dich zu sehen. Baby Julie geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich habe das aber gar nicht gefragt, wie es Baby Julie geht. Warum sollte mich das denn interessieren? Warum dich das interessieren sollte? Na, weil du ihr... Hä? Weil du ihr Vater bist und dich schon wieder tagelang nicht um sie gekümmert hast. Hast du dir überhaupt mal darüber Gedanken gemacht, wie das für Julie sein könnte? Und jetzt stehst du hier und musst mich auch noch beleidigen? Also, ich mache mir nur Gedanken, wie genug Geld hier in den Spielzeugladen kommt. Möchtest du vielleicht einen Standard-Pogo-Stick kaufen? Kostet nur 150 Bucks. Wie jetzt kaufen? Muss ich das bezahlen? Natürlich musst du das bezahlen. Das Geld bezahlt sich hier nicht von alleine. Ich musste noch nie irgendwas bei dir bezahlen, Levi. Aber ab heute werden hier andere Seiten aufgezogen. Denn die Vergangenheit, wo hier alles verschenkt wurde, ist passé. Ab jetzt wird hier ordentlich bezahlt. Denn irgendwie muss ja auch das Geld in meine Tasche kommen. Nö, also dann brauche ich von dir auch nichts. Also ich fasse es ja nicht, Leute. Was ist das denn? Also ganz ehrlich, wenn du wieder normal bist und wenn du wieder, keine Ahnung, einen gesunden Menschenverstand entwickelt hast, dann melde dich gerne nochmal bei mir. Aber bis dahin, mach bitte einfach... Ganz kleine Welle. Also, Danja, ich glaube, du bist hier wohl die Einzige, die gerade nicht normal ist, wenn du wirklich denkst, dass ich dir was schenke. Aber weißt du was? Ich verzeihe dir da gerne. Wir können gerne meinetwegen zusammen eine Pizza essen gehen. Ich will mit dir gerade keine Pizza essen gehen. Du bist total gemein heute. Es gibt niemanden, mit dem ich gerade weniger gerne eine Pizza essen gehen würde, als mit dir. Wirklich. Komm, Fluffy, wir gehen auf den Spielplatz. Da wolltest du ja eh hin und... Ich habe ja gerade gar keinen Bock, mit Levi zu reden. Was ist mit dem denn los? Der verhält sich ja wirklich wie ein anderer Mensch. Also wenn das so weitergeht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er nichts mehr mit Baby Jule zu tun haben wird. Da bin ich mir aber sowas von zu 100% sicher. Pass es nicht. Komm, Fluffy, wir spielen jetzt erstmal ein bisschen. So, und einmal da durch den Tunnel durch. Sehr gut. Und einmal hier drüber. Herausragend. Wundervoll.
Aber ich brauche jetzt halt trotzdem irgendwie noch die Sachen für mein Journal. Ich gehe noch mal rein. Vielleicht ist ihm gerade einfach irgendwie nur eine Laus über die Leber gelaufen. Ich glaube, ich nehme mal noch ein Eis mit und dann gehe ich ihn vielleicht besuchen. Aber ich weiß gar nicht mehr, was seine Lieblingssorten waren. Egal, er freut sich eh. Und dann ist hoffentlich auch alles wieder gut. Der hatte bestimmt jetzt so einen schlechten Tag. Vielleicht hat Beethink wieder gemeckert oder so. Hoffe ich zumindest. Sonst müsste ich mir echt Gedanken machen. Hi, Beethink. Hi, Levi. Guck mal, ich habe dir ein Eis mitgebracht. Da ist ja dann ja auch schon wieder zurück. War natürlich klar, dass du wieder zurück zu mir kommst. Aber was willst du jetzt gerade mit diesem Eis? Also, ist das dein Ernst? Mhm. Ein pink-grünes Eis? Willst du mich vergiften oder was? Also, das Beethink, schmeiß das bitte direkt in den Papierkorb. Deibel, weg damit. Das ist was zum Essen. Das kannst du doch nicht einfach in den Papierkorb schmeißen. Oh doch, und wie ich das kann, hast du doch gesehen. Also das ist schön im Papierkorb. Und Beethink, ich bezahle dich nicht dafür, dass du hier nur stehst und rumwinkst. Jetzt geh mal bitte schön wieder in die Ecke und roll das Spielzeug ein. Verstanden? Okay, du bist super unangenehm heute. Das war Erdbeer- und Waldmeister-Eis. Ich dachte, ich mache dir damit eine Freude. Also, eine Freude machst du mir, wenn du ein leckeres Eis mitbringst und nicht, wenn du hier sowas Ekliges mir bietest. Also, da solltest du besser nochmal zur Eisdiele zurückgehen und was Vernünftiges holen. Wie bist du denn heute drauf? Was ist denn mit dir los? Seit wann bist du denn so? Also, du solltest doch mich jetzt wirklich gut genug kennen, dass es manche Sachen gibt, die bei mir wirklich nicht gehen. Also, entweder wenn du mir so ein Eis mitbringst oder wenn du wirklich denkst, dass du hier Spielzeug geschenkt kriegst. Also, ich glaub, mein Schweinfall. Ist das, wie das in den letzten Monaten war? Es tut mir leid, dass du, keine Ahnung, in den letzten 5 Minuten plötzlich einen kompletten Sinneswandel bekommen hast und dich jetzt verhältst wie der fieseste Mensch auf dieser Erde, aber... Also schlimm genug, dass ich das in den letzten 8 Monaten überhaupt mitgemacht habe. Das war doch wirklich auch schon viel zu viel, dass du da ein Spielzeug geschenkt bekommen hast. Aber weißt du was? Ich bin heute mal gnädig. Ich lasse dir das mal durchgehen. Wenn du ab jetzt wirklich immer hier bezahlst, dann ist das in Ordnung. Natürlich lässt du mir das durchgehen. Du hast mir die Sachen ja auch gegeben. Das ist an keine Bedingungen geknüpft. Also ganz ehrlich, also wenn du... so mit mir umgehst, dann kannst du dir aber zu 100% sicher sein, dass wir uns nicht mehr wiedersehen. Du brauchst also, weißt du überhaupt was? Nicht mehr vorbeikommen. Wenn du die Leute hier in dem Laden so behandelst, dann kannst du dir auch sehr sicher sein, dass es hier keine Leute mehr in diesen Laden verschlägt. Und eine Sache muss ich dir auch noch dazu sagen. Wenn du nicht lernst, dich ordentlich zu verhalten und mir gegenüber Respekt zu zeigen, mein Freund, ich bin hier immer noch die Bürgermeisterin, dann bist du aber ganz schnell raus aus Adopt Me City. Dann sehe ich das aber ganz schnell, dass du hier weg bist. Also ich finde es ja wirklich süß, dass du als Bürgermeisterin denkst, dass du irgendwas zu sagen hast. Denn so viel Geld wie ich habe, da kann mir niemand etwas sagen. Also, das ist wirklich schon eine nette Vorstellung, dass die Bürgermeisterin mir irgendwas ansagen kann. Hast du mich gerade süß genannt? Ja, das habe ich. Fluffy, ich weiß, ich habe dir gesagt, du sollst nicht mehr treten. Aber wenn ich es nicht sehe, dann ist es ja quasi nie passiert. Bitte einmal ganz kräftig zutreten. Jetzt. Oh Mann, was war das denn bitte für ein Tritt? Also das, das eine, das sollte wirklich einen Maulkorb kriegen oder am besten ins Gefängnis gehen. Also, das sollte hier eindeutig Hausverbot kriegen in diesem Spielzeugladen. Oh, es tut mir leid, hat Fluffy dich getreten. Der macht das momentan manchmal und ich habe das nicht mehr so ganz unter Kontrolle. Es tut mir so leid. Wenn du nicht weiter aufpasst, dann wird das auf jeden Fall ein blaues Wunder für dich geben. Ja, ich glaube, hier wird es eher ein blaues Wunder für dich. Also, mich hat Fluffy auch letztens getreten und ich habe den blauen Fleck immer noch. Also, es wird eine Weile da bleiben und vielleicht war dir das ja mal eine Lehre. So, komm, Fluffylein, wir gehen. Seit wann ist Levi denn so ein Ekelpaket? Oder habe ich das einfach nur nicht gesehen, Leute? Fürchterlich. Also, ich werde alles daran setzen, dass der hier verschwindet. So jemand bleibt doch nicht in der Stadt. Ich meine, das ist doch für alle, ist das doch fürchterlich, oder? Leute, wenn ihr wissen wollt, was mit dem passiert, mit diesem Levi-Verschnitt, dann lasst gerne ein Abo da. Dann erfahrt ihr das nämlich auch. Ich muss mir da ganz, ganz dringend was überlegen. Macht's gut, ciao!
Hallo Freunde, ich bin wieder zurück in Adopt Me City. Ihr wisst ja, ich habe mir spontan Urlaub genommen, weil mein nerviger Bruder Damon ist ja hier gewesen. Und er hat gesagt, er wird meinen Laden auf Vordermann bringen und er wird meinen Laden schön neu auffrischen. Sprich, er wird wahrscheinlich gestrichen haben, er wird wahrscheinlich mir neue Spielzeug bestellt haben, so wie ich Damon kenne. Aber ich bin mal gespannt, wie er sich so geschlagen hat. Ich lauf direkt zu meinem Spielzeugladen. Oh, ich bin so froh wieder. Ich hab mich schon vermisst, muss ich ehrlich sagen. Denn das ist ja meine Leidenschaft. Also der Laden ist meine extreme Leidenschaft. So, ich muss mal schauen, ob Damon... Ich bin auch gespannt, wie Damon sich angestellt hat. Ich meine, hat er das überhaupt geschafft? Der ist ein Geschäftsmann, ja, aber... Ein Spielzeugladen erfordert schon viel Konzentration und Arbeit. Also Leute, ich sag euch eins. Ich sag euch wirklich eine Sache, die ist sicher, ja? Ich werde sowas von jetzt, alle Sachen, die ich jetzt noch hier im Haus habe, von Levi, die werde ich jetzt sowas von alle zusammensuchen und dann werde ich ihm die alle wieder vor die Füße schmeißen und dann kann er die mitnehmen und dann ist mir vollkommen egal, was damit passiert. Dann soll er die einfach mitnehmen in seinen komischen was auch immer. So, er soll einfach wegziehen, er soll einfach verschwinden. Ich will ihn nicht mehr sehen, es reicht, alles gut. Es ist gewesen, es ist schön, dass wir uns kennengelernt haben, waren ein paar nette Tage miteinander, aber dann ist auch einfach mal gut. Also so lasse ich mich nicht behandeln, Leute. Und das solltet ihr auch nicht. Lasst euch nicht so behandeln und ich mache das auch nicht und deshalb verschwindet Levi hier. Jetzt nicht echt, ey. So ein respektloses Verhalten. Ich habe das nochmal im Kopf durchgespielt und mir Gründe dafür überlegt, warum er sich so verhalten könnte. Aber das muss ich auch überhaupt nicht, weil das Einzige, was hätte passieren müssen, ist, dass er sich bei mir entschuldigt. Und da das bis heute noch nicht passiert ist, in keinster Art und Weise, werde ich jetzt direkt mal zu Levi gehen und ihm mitteilen, dass er sehr, sehr gerne frei ist zu gehen. Sehr frei. Wo auch hin er will. Mir aus dahin, wo der Pfeffer wächst oder was auch immer. Vollkommen egal. Er soll einfach verschwinden. Ich will ihn nie wieder sehen, riechen, was auch immer. Und ich will auch nicht, dass er Julie nochmal sieht. Ich schaff das schon alleine mit ihr. So, Damon, na? Ah, da ist ja mal wieder mein kleines Brüderchen. Na, du Versager, siehst du schon, was ich hier alles gemacht habe, was du nicht geschafft hast? Ja gut, ich muss sagen, der Laden sieht... Also du hast ein bisschen umgeordnet, ja. Das ist nicht in Ordnung. Und vor allem, guck mal in die Kasse hier bei Bessing. Die ist endlich mal prall gefüllt und nicht wieder komplett leer, so wie als du hier noch Geschäftsführer warst. Ja gut, ich meine, ja, okay, da musst du echt einen Lob zusprechen. Du hast echt geschafft, die Kasse zu füllen. Aber sag mal, wie war es denn für dich? War es nicht anstrengend? Lass mich kurz an meiner Schokoladenmilch ziehen. Also, das war eigentlich easy peasy, fast wie Urlaub, weil... Diesen Laden zu führen, das ist doch echt ein Klacks. Also das mache ich doch wirklich mit links. Ja, okay, man muss doch mal so ein Angeber sein. Also ich gebe nicht an, ich sage einfach nur die Wahrheit. Und die Wahrheit ist halt, dass du leider nichts erreicht hast und dass ich hier alles auf Vordermann gebracht habe. Ja, warte mal, Damon, geh mal ein bisschen spazieren. Ich rede mal kurz mit Webfing, ob das überhaupt alles stimmt. Naja, also dann... Oh, hallo, Levi. Ich hoffe... Oh. Danja! Hey Danja, wie geht's dir? Danja, hallo, Danja! Ich komme jetzt nochmal rein und wenn das Bild dann immer noch das gleiche ist, dann gehe ich definitiv mal zu Dr. Hart. Damon, benimm dich, das ist Danja, also die Danja mag ich, also benimm dich. Keine Sorge, Danja und ich, wir haben uns schon kennengelernt und wir haben uns prächtig verstanden, auch wenn ihr... Ach, ich kenne dich schon. Na, ja, hallo, ich gehe mal eben zu Dr. Danja. Hart. Ich glaube, das sollte ich unbedingt mal abchecken lassen, was hier jetzt das Problem ist. Also das ist ja jetzt, Leute, ich habe gerade zwei Levis gesehen. Als ob einer nicht reicht. Habt ihr auch zwei Levis gesehen? Hab nur ich zwei Levis gesehen? Ich glaube, ich habe ein bisschen Knick in der Optik. Vielleicht bin ich überarbeitet. Ich habe es ja schon immer gewusst. Ich hätte einfach mal ein bisschen weniger machen sollen als Bürgermeisterin. Aber man macht ja immer und dann hört man nicht mehr auf. Hallo Dr. Hart, ich brauche ganz dringend eine Heilbehandlung. Ich habe gerade doppelt gesehen. Also ich habe eigentlich keinen Schlag auf den Kopf bekommen, aber anscheinend irgendwie schon. Vielen lieben Dank. Also jetzt sollte das auf jeden Fall funktionieren. Jetzt sehe ich nur noch einen Levi. So, dann kann ich ihm jetzt endlich seine blöden Sachen geben und dann kann er verschwinden
Stunden und dann können wir uns nie wiedersehen und dann kann er Adopt Me City verlassen und dann ist meine Stadt wieder wundervoll und frei von jeglichen gemeinen Miesepetern. Wundervoll. Aber sag mal, Daniel, was war denn mit Danja? Ah, da ist sie schon wieder. Hey, Danja. Da ist sie ja schon wieder. Danja, wie geht's dir? Hast du mich vermisst, Danja? Schön, dich wiederzusehen. Hast du mich vermisst, Danja? Wieso sagt sie denn nichts? Damon, hast du irgendwas? Also, ich glaube, die ist gerade auch wirklich einfach nur so ein bisschen peinlich berührt, weil ihr einfach mal wieder sieht, wie viel besser ich bin als du und wie erfolglos du bist, Levi. Was heißt denn besser, Damon? Hast du die. Also, Danja, ich höre gerade, du hast Damon schon kennengelernt? Ja, wir haben uns schon kennengelernt und da hat sie festgestellt, dass ich viel erfolgreicher bin als du, kleines Brüderchen. Damon, jetzt geh mal eine Runde spazieren. Danja, was ist denn los? Warum redest du nicht mit mir? Was genau passiert hier eigentlich? Danja, was ist denn los? Also jetzt musst du mir sagen, warum du nicht mit mir sprechen möchtest. Ist mir auch vollkommen egal. Also Levi, pass auf, ich habe dir hier deine Sachen mitgebracht, bitteschön. Was? Du hast, ich sag, 12 Stunden Zeit, um Adopt Me City zu verlassen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, woher du hingehst, ist mir egal. Aber so ein respektloses Verhalten dulde ich nicht. Und ich hoffe, dass du etwas daraus gelernt hast und dich in der nächsten Stadt nicht so fies verhältst. Und ich hoffe, dass du auch genau weißt, dass du Julie nie mehr wiedersehen wirst. So wie du dich verhalten hast, würde ich dich niemals, und zwar absolut niemals, irgendwie auch nur in die Nähe von ihr oder von meinen Pets lassen. Also hau ab. Okay, das war jetzt mal eine Ansage, aber ich verstehe zwar nicht, ich verstehe immer noch nicht, worum es hier geht. Moment mal, hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass ich jetzt im Urlaub war? Damon? Ja? Komm mal runter, komm mal hier hin, mein Bruderchen. So, was ist denn los, kleines Brüderchen? Du hast gesagt, du hast die Danja schon gesprochen. Ganz genau, die Danja und ich, wir haben uns schon kennengelernt. Und die Danja hat mir gerade eine Ansage gemacht, die ich nicht so verstehe. Ja, und weiter? Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass du so ein Versager bist, oder warum auch immer. Ich glaube tatsächlich, das hat nichts damit zu tun. Ich verstehe das Ganze schon langsam. Danja ist gerade zweimal aus dem Laden gelaufen und sie meinte, sie geht zu Dr. Hart. Damon, hast du dich als mein Bruder vorgestellt? Nein, das habe ich nicht. Also genau genommen habe ich mich gar nicht vorgestellt. Aber weißt du was? Leider sehe ich ja tatsächlich so aus wie du. Und ich sage leider, weil ich gerne anders aussehen würde als du. Aber tatsächlich sehen wir ja nun mal fast gleich aus, weil wir ja Zwillingsbrüder sind. Also vielleicht hat die Danja mich auch für dich gehalten. Und was hast du gemacht, dass die Danja mir gerade meine Sachen gegeben hat und gesagt hat, ich sollte in 12 Stunden aus Adopt Me City ziehen? Naja, also ich habe eigentlich nur gesagt, dass sie keinen guten Job als Bürgermeisterin macht, dass ich mehr Geld habe, dass ich besser bin und naja, die Wahrheit halt. Damon, du kommst jetzt sofort mit. Beffing, du musst kurz die Führung übernehmen hier vom Laden. Wir kommen sofort wieder. Komm mit Beffing, komm mit Damon. So, das können wir so nicht stehen lassen. So, Damon, steig in meinen Wagen. Sofort einsteigen. Okay, es ist zwar kein besonders teurer Wagen, aber meinetwegen steige ich da ein. So, ganz schön eng hier. In meinem Wagen ist hier auf jeden Fall mehr Platz. So, Damon, fahren wir zu Danja und wir klären das Ganze jetzt auf. Du wirst ihr sagen, dass du mein Zwillingsbruder Damon bist, oder ich werde es dir sagen. Und danach entschuldigst du dich bei Danja und danach verschwindest du hier. Und warum genau sollte ich das tun? Das ist mir doch komplett egal, ob ihr euch vertragt. Das ist mir auch egal, ob das dir komplett egal ist. Du willst das jetzt machen, so. Meinetwegen. Jetzt muss ich mal wieder meinem kleinen Brüderchen aus der Patsche helfen. Aber das kenne ich ja schon. Es ist ja nichts Neues für mich. Siehst du, die Tür ist auch deswegen dir versperrt. Weißt du was? Ich springe hinterher. So, jetzt musst du mir folgen. So, folg mir mal jetzt kurz. Danja? Was? Ich weiß. Ich liege in meinem Liegestuhl. Und was bedeutet das? Das bedeutet Entspannung. Und was bedeutet das nicht? Levi im Doppelpack. Tschüssi. Danja, Moment jetzt mal. Du musst wissen. Nein, ich habe doch gesagt, ich will nicht mehr, dass du mich so respektlos behandelst. Danja, ich habe dich gar nicht respektlos behandelt. Danja, ich war die letzten Tage im Urlaub. Das, was du hier siehst, ist nicht doppelt. Also das bin nicht ich, sondern das ist mein Zwillingsbruder Damon. Mit dem hast du die letzten... Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt hat sie uns raus. Damon, was hast du denn gemacht, dass sie jetzt so sauer ist? Ausreden. Wundervoll. So, Damon, wir probieren das Ganze jetzt nochmal. Ich glaube, ein zweites Mal kann sie uns nicht rauswerfen. Danja, jetzt, Moment, ich habe den Schlüssel, Danja. Du kannst mich so oft rauswerfen, wie du willst. Ich habe den Schlüssel. Danja, jetzt, hör mir doch mal zu. Das, was du hier siehst, ist nicht Levi, sondern das ist mein Bruder, mein Zwillingsbruder.
Das ist mein Zwillingsbruder Damon und Damon war die letzten Tage so gemein zu dir. Ich war die letzten Tage im Urlaub. Also gemein war ich nicht. Also ich war eigentlich so wie immer nett und freundlich. Ich bin aber nur ehrlich. Du bist also, Damon, nicht ehrlich, du bist eine furchtbare Person. Damon, du setzt dich hin. Daniel, du setzt dich jetzt bitte auch hin. Das hast du mir überhaupt nicht zu sagen, ob ich mich hier hinsetze. Das ist immer noch mein Haus. Kannst du dich bitte da hinsetzen, Daniel? Kannst du mich vielleicht hinsetzen? Nein. Na, dann ist das wohl dein Problem. So, Daniel, jetzt musst du mir aber erklären, warum du sauer auf mich bist, wenn mein Bruder gemein zu dir war. Weil du mir erstens überhaupt nicht gesagt hast, dass du einen Zwillingsbruder hast und es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Zweitens wusste ich ja bis eben auch überhaupt nicht, dass du einen Zwillingsbruder hast und es diese Möglichkeit überhaupt gibt, dass der hierher kommt und sich als du ausgibt. Und drittens, weil du nicht sofort zu mir gekommen bist, um das aufzulösen. Daniel, du bist nach deinem Urlaub nicht zu mir gekommen, du hast dich nicht verabschiedet, bevor du in Urlaub gefahren bist. Es gab überhaupt gar keinen Grund. Und ich glaube nämlich, dass ihr beide unter einer Decke steckt und dass ihr mich eigentlich reinlegen wolltet. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, verschwindet ihr einfach beide aus der Dopey City, es ist mir egal. Daniel, ich finde es okay, dass du auf meinem Bruder bist, aber warum bist du denn sauer auf mich? Ich finde es auch sehr okay, dass du sauer auf mich bist. Du meldest dich nie ab, du machst einfach, ja, was du willst. Tut mir das, leid. Obwohl du eingewilligt hast, dass wir ein Kind zusammen adoptieren. Und du sagst nicht mal Julie Bescheid, was soll die denn überhaupt davon halten? Du siehst sie tagelang nicht. Und dann kommt hier dein komischer Bruder und stell dir vor, er wäre nicht direkt so ein fieser Kerl gewesen, dann hätte die Julie vielleicht noch zu ihm gebracht und dann hätte er... Das wäre doch fürchterlich gewesen. Sowas musst du mir doch sagen. Ja, da hast du recht, das muss ich dir sagen, aber diese Rolle für mich als Vater ist halt neu und ich bin noch nicht so gut. Was für Rolle für dich als Vater ist neu? Dass man sich abmeldet, bevor man geht, ist doch jetzt wohl nicht unbedingt ein neues Konzept. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Du bist einfach total verpeilt. Aber Daniel, komm mal kurz mit, Daniel. Ich muss dir was sagen. Damon, bleib mal du da sitzen. Komm mal mit, Daniel. Ich muss dir was sagen. Ja, aber dann kriegt Damon das mit. Ist mir doch egal. Schau mal, du musst wissen, Daniel, Damon ist ein furchtbarer Typ, der ist super anstrengend und wenn er immer bei mir war... Kleines Brüderchen, das ist jetzt aber ein bisschen frech. Ich bin nur ehrlich und direkt. Damon, kleines Brüderchen, Damon, du bist 2 Minuten älter. Jetzt hör auf so zu tun, als ob du 5 Tage älter wärst oder sonstiges. Und diese 2 Minuten waren eine wahre Genugtuung für die Welt, bis du gekommen bist. Kann man siehst du, Tanja? Ausschalten, hast du einen Knopf oder so? Ja, das macht andauernd, Tanja. Und deshalb habe ich wahrscheinlich vergessen, mich einfach bei euch abzumelden. Es tut mir doch leid und ich entschuldige mich auch hiermit. Und weißt du was, Damon? Du gehst jetzt erstmal hier raus, Damon. Du gehst zurück nach, wo du auch immer hergekommen bist. Du ziehst jetzt wieder da zurück und grüß Mama und Papa von mir und sag denen, mir geht es gut hier. Und wer soll sich dann um den Spielzeugladen kümmern? Das tue immer noch ich. Wisst ihr was? Mir hat's eh nicht gefallen hier in Adopt-Me City. Hier sind nur Versager, Leute, die kein Geld verdienen. Und in Brookhaven sind da sowieso viel schönere Häuser und Autos. Also viel mehr auf meinem Niveau. Lebt wohl, Leute. Tschüss. Ade, merci. Ich kann euer beider Gesicht gerade überhaupt nicht mehr sehen. Levi, mit dir rede ich eventuell mal wieder, aber jetzt erst mal nicht. Ich habe gar keinen Bock mehr, euch zu sehen. Ich gehe auch schon, ob mein Bruder wegzieht. Hau ab. Ich will euch nicht mehr sehen. Also Leute, ich sag euch eins, Levi hätte mir das doch einfach mal sagen können, dann wäre das doch auch überhaupt gar kein Problem gewesen, dass dieser seltsame Damien, was auch immer, da seine Schichten übernimmt in dem Dingsbums da, in diesem Spielzeugladen. Aber sowas lasse ich nicht mit mir machen. Also da bin ich mir auch ein bisschen zu schade für, muss ich sagen, Leute. Also in so eine Familienfehde will ich da nicht reingeraten. Ich habe ihn ja aus Gründen nicht direkt geheiratet, Leute. Also echt, ey. Was ist hier nur schon wieder los in Adopt-Me City? So ein komischer Typ. Ist gut, dass Damien jetzt weg ist, oder? Leute, wenn ihr es gut findet, dass Damien jetzt weg ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!